Herzlich willkommen, meine Freunde, zur neuen Folge Ravenport. Gestern haben wir unsere ersten 10 Schafe uns geholt, die wir uns gegönnt haben. Da sind sie. Und ich würde sagen, wir machen auch keinen langen Hehl davon. Wir fahren direkt los und holen nochmal welche. So, einsteigen, zack. Anhänger lassen wir hier erstmal stehen. Holen sie so einen Viehanhänger wieder. Eigentlich müsste ich hier mal versuchen, einen Zaun hinzuziehen. Jetzt habe ich ja verschiedene Zaunpakete drauf. Kostet aber auch alles wieder Geld. Wobei ich halt nach wie vor, glaube ich, einfach der Meinung bin, wenn wir hier so Landschaftsveränderungen machen, Zaunbau und sowas, also was so eigentlich der Deko dient, was nichts mit unserem letztendlichen Spielstand und Spiel zu tun hat, dass ich das vielleicht mal außerhalb mache. Können wir ja theoretisch eigentlich auch nochmal eine Folge von machen. Würde ich das ganze Ding hier versuchen einzuzäunen. Ich denke, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Erstmal holen wir aber noch ein paar Schafe. Wir haben jetzt 10 weiße Schafe. Wir gehen am besten einfach mal von oben runter. Dann haben wir die ersten 40. 10 jeder Farbe. Und ich glaube, dann passen nochmal jeweils dieselbe Menge rein. 80 Stück sollten, glaube ich, reingehen. Also zu tun haben wir jetzt auf jeden Fall gerade ordentlich. Wir haben die Schafe zu holen. Dann können wir noch ein bisschen Soja verkaufen, was wir auch machen müssen, damit wir uns noch mehr Schafe holen können. Und dann wird unser Feld 1 wahrscheinlich auch demnächst fertig werden. Das war ja schon in der letzten Wachstumsstufe. Dann müssen wir auch zwischendurch nochmal die anderen beiden Felder düngen. Steht also noch einiges auf dem Plan. Und ich denke, bis Feld 1 fertig ist, werden wir auch beschäftigt sein mit allerhand Kram. So, jetzt steht er uns hier, oder fährt er uns hier schon wieder im Weg. Muss mal vorbei, auch wenn hier Überholverbot ist. Ich würde jetzt gerne im Spiegel sehen, ob ich vorbei bin oder nicht. Man sieht aber leider nichts. So, jetzt müssen wir gucken, hier links. Wollte ich hier links hoch? Ne, die nächste erst. Hier noch nicht. Doch, da hätte ich, ja, egal. Nehmen wir die Straße. Wir finden schon gleich unseren perfekten Weg zum Viehhändler. So, dann düsen wir hier nochmal lang. Wir schauen jetzt muss ich hier wieder rum. Ja. Wir schauen jetzt mal, wie lange ich brauche für die 10 Schafe, die nochmal zu holen. Und dann werde ich alle weiteren nochmal wahrscheinlich im Zeitraffer holen, bis wir zumindest kein Geld mehr haben. Dass wir jetzt hier nicht 5 Folgen damit verbringen, Schäfchen zu kaufen. So, hier rein. Jawohl. Fährt der? Ne, der steht. So, und 10 braune Schafe. Ist voll. Wunderbar. Bestätigen. Weiter geht die Reise. Bisschen schade, dass uns jetzt nicht angezeigt wird, was wir geladen haben. Dass er das nicht anerkennt. Aber ich sehe gerade im Spiegel, wir haben auf jeden Fall braune Schäfchen hinten im Anhänger drin. Geld wurde uns ja auch abgezogen. So, diesmal fahren wir den richtigen Weg, würde ich sagen. So wie er perfekt ist. Ja,
Und da ich hier locker, ja, jetzt schon fast 5 Minuten wieder dabei bin, wenn wir sagen, machen wir ab jetzt einfach mal den Zeitraffer an. Ich melde mich am Ende der Folge wieder. So Leute, daheim angekommen. Ich habe mich gerade entschieden, während ich hier runtergefahren bin. Wenn ich das jetzt alles im Zeitraffer mache, ist das ja auch blöd. Ich werde hier einen Cut setzen. Ich fahre jetzt nochmal 2 Fuhren holen. Könnte sogar noch 3 holen. Wir checken jetzt noch einmal eben, wie viel denn da reinpassen würden. Steht hier nicht drin. Da auf der Karte werden wir es auch nicht finden, aber hier, Tierhaltung, Schafe. Schafweide. 80 gehen rein. Das heißt, ich werde jetzt mal 30 weitere Tiere holen. Und dann mache ich hier mal einen Cut rein. Ich glaube, das ist besser. So, Freunde, da sind wir. Ich habe jetzt nochmal 2 Fuhren geholt. Wir haben jetzt von jeder Sorte jeweils 10 Schafe drin. 10 schwarze, 10 weiße, 10 braune und 10 schwarz-weiße Schafe. Haben wir also 40. Die Hälfte ist voll. Jetzt haben wir noch die 15.000 über. Ich könnte noch eine Fuhre holen, dann wären wir aber erstmal, ja, kurze Zeit komplett pleite. Wäre nicht so cool. Unser Feld ist auch fertig, wie ich gerade hier sehe. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die letzten Male gar nicht drauf geachtet. Ich bin einfach hier immer nur durchgeflitzt und fertig. So, dann laden wir hier nochmal ein bisschen Gras ab. Dann würde ich sagen, lassen wir unsere 40 Schäfchen jetzt hier erstmal in Ruhe und kümmern uns um die Felder. Wir gucken gleich mal, na, da bleibt ja nicht viel über. Das ist ja super. So, den Anhänger stellen wir hier mal ab. Füllen nochmal Wasser auf. Ja, und dann kümmern wir uns um die Felder. Die haben auch Priorität erstmal. Das ist ja das, womit wir erstmal am meisten verdienen und womit wir letzten Endes unsere Tiere auch versorgen. Ne? Oh, Anhänger ist schon leer. Sehr schön. Dann füllen wir nochmal mit Wasser auf. Ja, denn jetzt gucken wir mal eben. Jetzt gucken wir mal eben Felder hier. Kein Unkraut. Und das ist auch schon die nächste Wachstumsstufe. Das heißt, wir düngen schnell und dann ernten wir. Nachdem wir aber die Viecher versorgt haben. Also unsere Schafe. Mehrere Viecher haben wir ja noch nicht. Mal gespannt, wie viel Wasser hier jetzt hier reingeht. Ja, mal gucken, was sagt der Zustand. Ist schon voll, 8000 Liter, perfekt. Dann wende ich hier eben einmal. Ja, mit Zaun ist hier natürlich, ja, bin ich halt gezwungen, hier immer rückwärts reinzufahren. Eigentlich gar nicht schlecht. Dann erspare ich mir nämlich so ein Gedöns, was ich hier gerade schon wieder veranstalte, hier so quer über Feld und Straße zu wenden. Auf die Idee komme ich dann gar nicht mehr. So, dann stellen wir den Anhänger erstmal hier ab. Den brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gerade erstmal gar nicht mehr, den Schlepper. Der kann hier stehen bleiben. Mit dem hier fahren wir mal wieder nach Hause. Passt der Rest jetzt noch rein? Ja, nee, nicht wirklich. Den brauchen wir nämlich gleich zum Ernten. Dazu müssen wir die 953 irgendwie wieder rausbekommen. Aber ich bin einfach mal auch gespannt jetzt,
wie es aussieht, wie lange brauchen die 40 Schafe, um eine Palette voll zu machen. Ich hoffe, dass ich da nicht enttäuscht bin, dass die irgendwie 40 Stunden brauchen dafür. Sonst war das eine Investition für die Katzen. Hätten wir lieber ein Feld kaufen sollen. Wobei Feld kaufen hier natürlich auch sehr schwer ist. Die kleinsten Felder haben wir schon. Die nächsten kleinen, die wenn überhaupt noch da wären, die sind schon ein gutes Stück weg. Das würde wieder sehr viel Fahrtwege bedeuten. So, einmal den Rest hier raus. Perfekt. Dann können wir die hier eben einmal abstellen. Holen uns den Düngestreuer und nee, ja, geht doch. Nein, geht nicht. Wir brauchen ja Pflegebereifung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Brauchen wir doch den anderen. Dann können wir hier auch die Anhänger wieder ankuppeln. Stellen wir hier erstmal ab. Brauchen wir dich doch nochmal. Freundchen. Wir sollten uns auch mal ein Gewicht besorgen. Hoppala, zu schnell. Wir sollten uns auf jeden Fall auch ein Gewicht für den hier besorgen, weil mit den 4000 Liter Dünger hinten drauf ist das schon immer ein bisschen kritisch. Also nächstes Mal, wenn wir zu. Ah ne, wir haben eins. Wir haben ein Gewicht, das liegt nur irgendwo rum. Bin mir ganz sicher, dass wir ein Gewicht haben für den. Muss ich jetzt mal suchen. Und ich hoffe, wir haben noch Dünger. Sollten wir aber eigentlich Gewicht. Boah, ich bin hundertprozentig der Meinung, wir haben ein Gewicht. Garage. Gewicht. Wir haben das John Deere, das ist auch dran. Ne, haben wir da. Haben wir nicht. Muss ich wohl kaufen. Alles klar. So, wo ist der Düngestreuer da hinten? Passt leer. Sollte aber, glaube ich, kein Problem sein. Ich bin der Meinung, wir haben Dünger hier auf Vorrat. Haben wir, glaube ich, hoffentlich gekauft. Dünger, ja, sauber. Und schon geht er in die Knie. Ja, genau deswegen brauchen wir ein Gewicht, weil er hier ganz schön am Abkaspern ist. Ja, genau. Was habe ich vergessen? Die Pflegebereifung. Verdammt. Ja, egal. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber bevor wir noch mehr kaputt fahren. Konfigurieren. Pflegebereifung. Wo ist er? Da ist er. Gibst du. Danke. So. Und jetzt nochmal von vorne. Wobei ich jetzt gerade auch sehe, Folge ist ja schon wieder fast vorbei. Fange ich jetzt noch an? Ja, komm, egal, was soll's. Fangen wir jetzt noch mal schnell an.
Geht ja schnell. Da ziehen wir eben durch das Feld hier mit Düngen. Dann müsste das auch passen. Wir hatten ja auch einen Zeitraffer drin. Und einen Schnitt. Also von daher kommt das schon gut hin. So, ich glaube, wir hätten auf dem Rest des Feldes wahrscheinlich eh nichts kaputt gefahren, weil Wachstumsstufe noch nicht weit genug ist. Wollte aber einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, ich hatte ja auch schon mal das Thema mit den Fahrspuren hier reinfahren. Mein Problem, was ich damit eigentlich nur habe, ist, dass es ja das, was man kaputt fährt, nicht bei den Reifen bleibt, sondern meistens sich über die gesamte Traktorbreite erstreckt und vielleicht da mal so ein Büschelchen in der Mitte stehen bleibt. Sieht erstens nicht wirklich cool aus und der Schaden ist halt doch ganz schön groß. Wo ich mir jetzt im Nachhinein einfach sage, wir lassen es sein. Wenn das wirklich geiler oder besser funktionieren würde, dass man Vorgewende. Das nächste Mal sollte ich Vorgewende machen. Das war es erstmal sein lassen mit dem Fahrspur. Ich habe jetzt auch schon ja gerade komplett den Faden verloren, dass ich da auf die Dings gefahren bin, hat mich ein bisschen rausgebracht. So, und jetzt sehen wir das nächste Problem. Es wird dunkel und wir müssen das Feld ernten, bevor Unkraut kommt. Ich hoffe, dass wir zeitlich ziemlich fix unterwegs sein können. Aber Feld 1 ernten dürfte nicht allzu lange dauern. Ich will nämlich versuchen, also ich will jetzt nur ungern schlafen gehen, weil sonst Unkraut eventuell wächst, was wir nicht wollen. Ich will die Zeit im Dunkeln auf jeden Fall so kurz wie möglich halten. Deswegen werden wir uns jetzt gleich, also morgen in der nächsten Folge sputen, Feld 2 schnell zu düngen und dann Feld 1 mal fix zu ernten. Ich hoffe, dass das relativ schnell geht, dass wir maximal die eine Folge im Dunkeln arbeiten. Vielleicht zwei. Wahrscheinlich wird es sogar auf zwei hinauslaufen. Ich denke nicht, dass wir Feld 1 komplett in einer Folge abgeerntet bekommen. So, wenn ich hier besser aufgepasst hätte, bräuchte ich da nicht nochmal ganz hochfahren. Denn von der Arbeitsweite hätte das ja eigentlich locker gepasst. Hier noch einen Streifen offen und oben muss ich nochmal nachziehen. Irgendwann müssen wir das ja auch mal hinbekommen, dass wenn wir die Karte aufrufen, dass die Felder nicht aussehen wie Kraut und Rüben, weil überall irgendwelche bunten Striche sind. Es war ein bisschen Verschwendung gerade. Aber das muss so. Gut. Dann moderiere ich hier an der Stelle schon mal ab. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und zugeschaut habt. Hat mich gefreut. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.